Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Ich glaube, dass Hunde in einer realen Krisen- oder Ausnahmesituation eine wirkliche Gefahr sein können für Menschen. Warum ich das glaube und was man tun kann, wenn man von einem Hund bedroht wird, das möchte ich euch heute erzählen. Weiter geht's nach dem Intro. Dass Hunde für uns Menschen gefährlich werden können, sollte klar sein. Jeder hat sicher schon irgendeine Geschichte gehört, wo Menschen von Hunden angegriffen, verletzt oder sogar getötet wurden. Warum glaube ich nun, dass speziell in einer Ausnahmesituation oder Krisensituation Hunde für uns gefährlich werden können? Das liegt daran, dass ich vermute, dass viele Hundebesitzer die Verantwortung gegenüber ihrem Tier in einer Krise oder Ausnahmesituation nicht aufrechterhalten können. Das heißt, entweder gibt es die Hundebesitzer nicht mehr oder der Hund läuft dann irgendwo frei herum. Wenn Hunde in die Natur wieder zurückkehren oder auch irgendwo frei herumlaufen, unbeaufsichtigt, glaube ich, dass sie wieder in ein ursprüngliches Verhalten zurückkehren. Das heißt, sie werden Rudel bilden, sie werden jagen und sie werden auch ihr Revier verteidigen. Wenn wir Menschen jetzt dann diesen Tieren in die Quere kommen, werden wir definitiv ein Angriffsziel sein für diese Tiere. Und daher glaube ich, dass sie für uns eine Gefahr darstellen in einer Krise. Ich habe großen Respekt vor Hunden, also kleine Hunde wie Chihuahuas oder diese Handtaschenhunde fürchte ich jetzt eher weniger, aber große Hunderassen wie Schäferhunde, Rottweiler, Bernhardiner und wie sie auch alle heißen, flößen mir schon großen Respekt ein. Das liegt zum Teil auch daran, dass ich als Kind ein Erlebnis hatte mit einem Hund, das mir beigebracht hat, dass man diese Tiere auch respektieren muss. Ich wollte damals einen Schäferhund streicheln und ich hatte dem Tier keine Gelegenheit gegeben, dass es an mir schnüffelt. Und das war ein großer Fehler. Das Tier fühlte sich belästigt oder bedroht und hat auf mich hingeschnappt. Und das ungefähr einen Zentimeter neben meinem Gesicht. Es ist nichts passiert, das Tier hat mich auch nicht verletzt, es hat mich auch nicht weiter angegriffen. Aber ich hatte dadurch große Angst und das hat mir schon gezeigt, dass man bei diesen Tieren einfach aufpassen muss. Sie können sich wehren und das tun sie auch, wenn sie müssen. Wie sollte man sich nun verhalten, wenn man von einem Hund bedroht wird oder sogar einen Angriff fürchtet? Die erste Grundregel wäre, versucht ruhig zu bleiben. Das ist sicher nicht einfach, wenn einem ein knurrender und bellender Hund gegenübersteht, aber man sollte es zumindest versuchen. Das kann das Tier schon so weit beruhigen, dass es nicht sofort zu einem Angriff kommt. Man sollte auch darauf achten, das Tier nicht direkt anzustarren. Das fassen Hunde eventuell als Bedrohung auf. Vielleicht sollte man sogar seinen Kopf etwas zur Seite drehen und den Hund nicht direkt anstarren. Was auch wichtig ist, wäre den Körper ruhig zu halten, also nicht mit den Armen herumzuwedeln. Auch das kann den Hund aggressiv machen. Schnelle Bewegungen oder hektische Bewegungen sollte man generell vermeiden. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte man sich langsam rückwärts vom Hund wegbewegen, aber ohne dem Hund den Rücken zuzudrehen. Das wäre ganz wichtig. Als Schutz für den Rücken sollte man sich vielleicht gegen einen Baum stellen oder eine Wand. Dann hat man diese Seite zumindest als Schutz abgedeckt. Was man auch tun kann, ist etwas zwischen den Hund und sich zu bringen, also irgendeinen Gegenstand, eine Mülltonne, einen Stuhl, einen Stock, einen Rucksack, was auch immer, nur dass man eine gewisse Barriere zwischen sich und den Hund bringt. Sich vor dem Hund klein zu machen, also hinzuknien oder hinzuhocken, ist eine ganz schlechte Idee. Damit stellt ihr ein kleineres Angriffsziel für den Hund dar und er wird euch noch eher angreifen. Das Tier anzuschreien halte ich für eine ganz schlechte Idee. Das macht den Hund sicher noch aggressiver. Wenn ich mit dem Hund sprechen würde, dann auf eine sehr ruhige Art und Weise und ich würde einfach versuchen, das Tier damit zu beruhigen. Wenn der Hund bereits auf mich zukommt, könnte es schon sein, dass ich die Worte aus oder nein versuche. Aber ich werde auch diese nicht herausschreien, sondern laut und bestimmt sagen, aber nicht schreien. Wo Schreien eventuell noch etwas bringen könnte, wäre, wenn das Tier bereits zugebissen hat. Damit kann man den Hund vielleicht so weit einschüchtern, dass er den Angriff abbricht. Ob er den Angriff dauerhaft abbricht, ist aber auch hier fraglich. Was ihr auf keinen Fall tun solltet, wäre wegzulaufen,
weil das könnte den Jagdtrieb des Hundes wecken und ihr seid dann einfach Beute oder ein Angriffsziel, das er verfolgen kann. Eine etwas eigenartige Methode zur Vermeidung eines Hundeangriffs habe ich vor kurzem erst gelesen. Es geht hier darum, dass man mehrfach gähnen soll und den Kopf dabei auch zur Seite drehen. Ob das tatsächlich hilft, wage ich zu bezweifeln, aber wenn ich wirklich einem bedrohlichen Hund gegenüberstehe, würde ich wahrscheinlich auch das versuchen. Eine Möglichkeit, einen Hundeangriff abzuwehren, ist ein Tierabwehrspray. Meistens sind das, glaube ich, Pfeffersprays und ich habe auch so etwas in meinem Fluchtrucksack dabei. Man sollte sich aber darüber klar sein, dass das vielleicht keine dauerhafte Abwehr ist, weil gewisse Tiere auch trotz Pfefferspray weiter angreifen, habe ich mir zumindest sagen lassen. Ich weiß es nicht und ich möchte es auch wirklich nicht herausfinden. Was wichtig wäre, ist, dass man den Tierabwehrspray nicht von Weitem sprüht. Also wirklich, hier muss man fast warten, bis der Hund in der Nähe ist, weil man sonst vielleicht nicht genau trifft und dann ist der Abwehrspray auch nicht gerade sinnvoll. Was sollte man nun tun, wenn der Hund tatsächlich angreift? Sollte man irgendeine Verteidigungsmöglichkeit haben in Form eines Stockes, eines Messers oder eines anderen Gegenstandes, den man zum Schlagen benutzen kann, dann wird man das wahrscheinlich auch in dieser Situation tun müssen. Wenn man keine Waffe hat, dann kann man den Hund immer noch schlagen oder treten. Dabei sollte man sich auf die empfindlichen Stellen des Hundes konzentrieren und das wären die Weichteile, der Bauch, die Schnauze und die Augen. Was auch wichtig ist, ist seinen eigenen Körper bei einem Angriff dann zu schützen. Und hier geht es vor allem beim Menschen um den Bauch, den Hals und das Gesicht, weil hier Verletzungen eines Hundes sehr schwer sein können und vielleicht sogar tödlich. Meine Strategie für einen Hundeangriff ist klar. In meinem Fluchtrucksack befindet sich ein Teleskopschlagstock, ein Pfefferspray und auch verschiedene Messer. Diese Dinge würde ich bei einem Hundeangriff definitiv einsetzen. Was ich bei einem Rudel von Hunden machen würde, ist mir nicht ganz klar. Also ich glaube, dass hier meine Verteidigungsstrategien vielleicht an ihre Grenzen stoßen. Eine Idee wäre, eventuell noch auf einen Baum zu klettern, aber ich habe keine Ahnung, wie viel Geduld so ein Hund hat und wie lange er unter dem Baum warten würde oder wie lange Sie unter dem Baum warten würden, bis ich dann wieder runterkomme und irgendwann muss ich wieder vom Baum runter. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Option ist. Wenn ihr das wisst, dann hinterlasst mir dazu bitte einen Kommentar. Was meint ihr? Werden Hunde tatsächlich in einer Krisen- oder Ausnahmesituation eine Bedrohung werden, wenn sie unbeaufsichtigt sind? Was würdet ihr tun, wenn euch ein Hund angreift? Schreibt mir dazu bitte einen Kommentar. Wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, dann würde ich euch herzlich um ein Abo bitten und über ein Like würde ich mich auch besonders freuen. Das war's für heute. Euer Prepper Fox.